Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Benjamin an. Dieser hat über Yokebe geschrieben, welches er mit 4,8 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Abnehmen mit Yokebe. Yokebe ist ein allseits bekanntes Diätprodukt aus dem Fernsehen und den Printmedien. Yokebe Classic ist dazu gedacht, eine komplette Mahlzeit zu ersetzen. Ziel von Yokebe-Produkten ist eine langfristige und gesunde Abnahme vom Gewicht. Das Wirkprinzip von Yokebe. Die Komposition von Inhaltsstoffen in der Produktpalette von Yokebe führt zu einem dreifachen Effekt. Der hypokalorische Effekt. Yokebe weist eine hohe Nährstoffdichte auf, ist aber dennoch kalorienarm. Das heißt, der Körper wird mit allen nötigen Nährstoffen versorgt und es kommt zu einem Sättigungsgefühl, aber um den kompletten Energiebedarf des Körpers zu decken, muss dieser dennoch auf die Fettreserven zurückgreifen. Die Stoffwechselaktivierung. Yokebe enthält die wichtigsten B-Vitamine, B5, B6 und B12, die dafür bekannt sind, den Energie-, Protein- und Glykogenstoffwechsel zu fördern. Als Nebeneffekt wird die Fettverbrennung ebenfalls unterstützt. Antifetteffekt. Die Aminosäuren L-Leukin, L-Isoleukin sowie L-Valin sind nachweislich zuständig für die Aufrechterhaltung der Muskulatur, die am meisten Fett verbrennt. Die Yokebe Aktivkost wird auf natürlicher Basis in Deutschland hergestellt. Enthalten sind hochwertige Proteine, Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und Bienenhonig. Dabei wird vollständig auf den Einsatz von künstlichen Farbstoffen oder Aromen, Konservierungsstoffen sowie Süßstoffen und Kristallzucker verzichtet. Außerdem ist Yokebe glutenfrei und für Diabetiker geeignet. Für Menschen, die unter Laktoseintoleranz leiden, gibt es Yokebe laktosefrei. Zubereitung und Anwendung. In einer Dose sind 500 Gramm Pulver enthalten. Es wird vorgesehen, dass man auf 200 ml fettarme Milch ca. 50 Gramm Yokebe, entspricht 5 gehäuften Esslöffeln, mischt. Hinzugefügt wird noch ein halber Teelöffel mit einem Pflanzenöl, welches reich an ungesättigten Fettsäuren ist. Empfohlen wird beispielsweise Raps-, Sonnenblumen- oder Traubenkernöl. Die Mischung gibt man anschließend in einen Shaker und schüttet kräftig, bis das Pulver vollständig aufgelöst ist. Diese Zubereitung gilt für Yokebe Classic und Yokebe laktosefrei. Eine Portion Yokebe Aktivkost ersetzt eine Mahlzeit. Wie viele Mahlzeiten man täglich ersetzen möchte, kann man selbst entscheiden. Wenn man an der Empfehlung folgen möchte, so ernährt man sich die erste Woche ausschließlich von Yokebe, sprich dreimal täglich, und in der zweiten Woche kommt wieder eine normale Mahlzeit hinzu und nur noch zwei Yokebe-Shakes. Kostenpunkt. Die 500 Gramm Dose Yokebe Classic kostet im Internethandel zwischen 13 und 15 Euro. In der Apotheke liegt der Preis meistens etwas höher. Eine Dose entspricht 10 Mahlzeiten der Aktivkost. Wenn man den Plan befolgt und dreimal täglich einen Shake trinkt, so kommt man mit der Dose 3,5 Tage aus. Meine Erfahrungen mit Yokebe. Jeder kennt die Werbung aus dem Fernsehen von Yokebe. Selbst der Starfrieser Udo Walz taucht dort auf und zeigt stolz seine deutlich schmalere Figur. Ich habe zuvor noch nie Produkte dieser Art ausprobiert, sodass ich selbst erst einige Erfahrungsberichte gelesen habe. Die meisten davon waren positiv, sodass ich mich über das Produkt informierte. Yokebe wird in Deutschland hergestellt und unterliegt strengen Qualitätsprüfungen. Es gibt sogar Yokebe-Forscher. Hier haben sie mich überzeugt und ich bestellte ein Vorteilspack mit 4 Dosen Yokebe Classic. Die Zubereitung ist fix erledigt. Ich brauche nicht mehr als 3 Minuten, um den Shake fertigzustellen. So schnell kann ich nicht mehr kochen, da gibt es schon mal einen Pluspunkt von mir. Der Geschmack ist völlig in Ordnung und wesentlich angenehmer, als ich erwartet habe. Man schmeckt den Honig heraus und den Getreidegeschmack, der an ungesüßtes Müsli erinnert. Die Konsistenz ist dickflüssig und ähnelt einem Milchshake oder Smoothie. Man kann es auch genau trinken wie einen Shake, sofort aufgefallen ist mir das Sättigungsgefühl, welches nach dem Verzehr unmittelbar eintritt. Bei mir hielt dieses Gefühl mehrere Stunden an, sodass ich bis zur nächsten Mahlzeit meistens von keinen Hungergefühlen gequält wurde. Besonders nach dem letzten Shake am Abend war es wichtig, da ich keine Heißhungerattacke bekomme, da diese extrem schädlich für meine schlanke Linie sind. Auch dort war ich erstaunt, als ich den Abend über, bis ich zu Bett gegangen bin, immer satt war. Sobald ich mal ein Anzeichen von Hunger verspürte, habe ich entweder zur Wasserflasche gegriffen oder mir einen ungezuckerten Tee gekocht. Nach einigen Tagen hatte ich mich allerdings von dem Geschmack gelangweilt gefühlt. Da ich der Anweisung gefolgt bin, also jedes Essen mit Yokebe zu ersetzen, hatte ich es schnell über. Im Internet findet man allerdings zahlreiche Rezepte, wie man Yokebe etwas aufpimpen kann. Sei es mit pürierten Früchten oder Gemüse, das Angebot ist sehr reichhaltig. Es lohnt sich auf jeden Fall mal einen Blick auf die Webseite von Yokebe zu werfen, da dort die ganzen Rezepte aufgeführt werden. Der milde Gurkenshake hat sich schnell als mein Liebling entpuppt, besonders ins Abendessen. Das Abnehmen mit Yokebe. Ich habe Yokebe Classic über einen Zeitraum von 4 Wochen angewandt, mit dem Ziel ungefähr 9 Kilo abzunehmen.
Dies hatte ich schon zur Hälfte der dritten Woche erreicht und konnte am Ende mein Ziel sogar noch 2 Kilo überschreiten. Das Abnehmen ist wirklich sehr einfach, da man im Prinzip nur eine einzige Gewohnheit ändern muss und selbst das ist durch die einfache Zubereitung des Shakes kinderleicht. Ich selbst bin leider keine leidenschaftliche Köchin, weshalb es mir schwerfällt, anderen Diäten zu folgen, da ich einfach nicht gerne in der Küche stehe. Für mich war das also die optimale Lösung. Mit der reinen Gewichtsabnahme war es für mich jedoch nicht getan. Das wirklich Spannende war nun zu sehen, ob der gefürchtete Jojo-Effekt eintritt oder ausbleibt. Vor einigen Jahren hatte ich damit schon arg zu kämpfen, nachdem ich ungefähr genauso viel Gewicht verloren hatte. Auf der Webseite steht geschrieben, dass durch Jojoba ein Jojo-Effekt nicht einsetzen wird, da der Körper immer ausreichend mit Nährstoffen versorgt wird. Der Effekt entsteht nur, wenn man seine Ernährung umstellt und kalorienarm isst, sodass der Körper sich daran gewöhnen muss und dementsprechend selbst zurückfährt. Nach Ende der Diät und normaler Zufuhr an Kalorien und Nährstoffen wird der Körper übersättigt, da er selbst noch auf Sparflamme operiert und nimmt wieder schneller zu. Kurz gesagt, es funktioniert. Auch nach Absitzen des Shakes bin ich noch bei dem gleichen Gewicht. Mein Etappenziel ist definitiv erreicht und ich überlege noch einmal, einen weiteren Yokebe-Diätplan durchzuziehen und eventuell die ergänzenden Yokebe-Plus-Produkte mit einzubauen, die als zusätzliche Unterstützung des Stoffwechsels gedacht sind. Mein Fazit: Was versprochen wird, wird gehalten. Eine tolle Möglichkeit zum Abnehmen für Leute, die vielleicht nicht so viel Zeit haben, nach einem Ernährungsplan zu kochen und einzukaufen. Die Kosten sind auf den ersten Blick vielleicht relativ hoch, aber man muss bedenken, dass man in der Zeit nicht viele Lebensmittelkosten hat. Ich werde und habe es Freunden weiterempfohlen. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.